Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nightmares from the Deep 3, Davy Jones. Wir sehen uns gleich mal um. Wir sind jetzt hier in der letzten Episode in das Bötchen gefallen. Naja, das Bötchen auch nicht. Wir sind ins Wasser gefallen und glücklicherweise ist hier auch noch ein Rettungsboot, sodass wir jetzt nicht absaufen werden. Gut, was heißt das? Ich muss die Qualle loswerden. Das Boot ist voller Wasser. Und darin schwimmt eine gefährliche Qualle, die eigentlich woanders sein sollte. Das stimmt, die sollte mehr sein. Und guck mal, was hier ist. Der Eimer ist zu weit entfernt, aber wir haben hier doch ein Paddel. Dann paddeln wir da einfach mal ran. Komm, ein Eimer. Und ich würde sagen, jetzt, ne, kommt der ganze Quatsch da raus. Dann nehmen wir ein Teil. Und können wir jetzt das zweite Teil nicht nehmen, oder was? Nein, 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 nein. Was haben wir denn hier? Das Ruder ist zwar zerbrochen, aber glücklicherweise noch im Boot. Vielleicht kann ich es reparieren. Das könnte durchaus sein. Wir bekommen hier einmal ein Seil und... cool. Fischgräten. Also ich würde jetzt einfach sagen, Ruderteil hier ran. Seil rum. Und wir haben ein geflicktes Ruder. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das sonderlich lang hält. Aber was willst du tun? Links und rechts ran gemacht. Und dann würde ich sagen, dampfen wir mal ab. Na, die kennen wir doch. Ja, armer Hund. So, das Tagebuch ging neu auf. Oh, guck mal. Ziehpferdchen. Was sagt das Tagebuch? Wo ist Corey? Ich erreichte tatsächlich die Insel von Davy Jones. Wo beginne ich jetzt aber meine Suche nach Corey? Ich muss sie finden und so schnell wie möglich diesen Ort verlassen. Kriegen wir doch bestimmt hin. Wir sehen uns erstmal hier so ein bisschen um. Was ist das da hinten? Du hast ein Sammelobjekt gefunden. Okay, du hast ein einlösbares Puzzleteil gefunden. Finde insgesamt 24 Teile. Im gesamten Spiel kannst du 12 Seepferdchen und 10 einmalige Piratenkarten finden. Cool. Und dann? Mhm, was ist hier noch? Was für eine seltsame Statue. Sie hat eine intensive Präsenz. Hier müssen wir dann noch irgendwas reinmachen. Was ist hier? Ein... ja. Das ist ein Zitteraal. Den sollte ich nicht berühren. Das ist so richtig. Können wir den irgendwie killen? Nein. Dann wird es da jetzt erstmal nicht weitergehen. Jetzt haben wir hier ein Schiffchen. Aber natürlich, da kann man nicht hinlangen, weil diese fiesen Krabben dort sind. Diese munteren kleinen Krabben beschützen die Galeone. Ich muss sie ein wenig zur Seite schieben, ja. Was ein Quatsch. Voll geil. So, dann haben wir noch hier das Hundi. Neues Ziel, Hunderettung. Hunderettung. Die Pfote dieses Armhundes hat sich im Fischernetz verfangen. Ich sollte das arme Tier befreien. Als ich am Strand ankam, spielte der Hund mit einem Mädchen, das wieder wie ein Geist aussah. Wer ist sie? Was für eine Kreatur ist ihr Hund? Ich denke, das ist ein stinknormaler Hund und sie ist einfach ein Geist. Was können wir denn hier tun? Armes Ding, seine Hundepfote steckt im Netz fest. Ja, ich komme gleich. Wir werden bestimmt noch was finden. Das sah mir jetzt aber hier so wie das Symbol aus. Genau. We are the 12 guardians of Davy Jones' memories. Awake us all to restore the secrets Davy Jones doesn't wish to remember. For ages now, Davy's abandoned his quest and his lieges drown in apathy. Each of them is bound with Davy by a pact that leaves them at his complete mercy. There is a condition that ends all pacts, but we fail to remember what it is. Something to do with the treasure of Davy Jones, perhaps. Okay. Was haben wir hier? Eine Sternschnuppe. Ja, aber kommen wir da nicht noch irgendwie ran? Ich will an die Schere.
fällt uns dann bestimmt noch irgendwas anderes ein. Gut, wir wissen jetzt also was völlig Neues. Und Davy Jones kann sich an seine Geschichte nicht mehr erinnern. Und es gibt ein paar so Wächter, die seine Erinnerung bewachen quasi. Sobald wir die dann alle freigeschaltet haben, kriegen wir quasi das Wissen. Okay. Ich denke, so dürfte das sein. Dann machen wir mal weiter. Was gibt's hier im Delfin? Meerjungfrau, was ist das? Der Rumpf ist völlig verrottet. Mit dem richtigen Hebel könnte ich ihn aufbrechen. Haben wir aber leider noch gar nicht. Müssen wir uns weiter umsehen. Was haben wir denn hier? Aha. Dann gehen wir mal hoch zum Krähennest. Der Typ schläft wohl. Wecken wir ihn mal auf. First of all, who are you? Second, why are you here? If Davy sees you wandering around out here, he's apt to throw you down the mine. Wait, you haven't signed a deal with him, right? Then you must be looking for the girl who came in with the ship. I could show you where to look for her, but not for free. Sorry, me spyglass is missing. That flea-eaten sack of a dog buried it again. Find it, and I may consider helping you. Ja, die Leute sind offensichtlich nicht sonderlich zufrieden, dass sie mit Davy Jones zusammenarbeiten müssen. Und fürchten ihn. Den Erfolg freigeschaltete Teleporter. Okay. Der wird uns jetzt erstmal nichts geben. Was haben wir denn da? Ein Stahlstab. Das ist schon mal gut. Damit können wir dann unten das Schiff aufbrechen, das verrottet ist. Was ist das? Ein tolles Werk, vermutlich aus dem 18. Jahrhundert. Die Nadel besitzt die Form einer Brick. Wir haben hier aber eine Galeone. Ich denke, die kann man da irgendwie dann einfügen. So, wie viele Male habe ich beobachtet, wie Davys Schiff lossegelte und voller Schätze und Gefangene zurückkehrte? Wird mein Dienst denn jemals enden? Ich habe sogar vergessen, was notwendig wäre, um ein Abkommen mit ihm zu beenden. Oh. Hier setzen wir das Zeug mal ein. Kriegen eine Brosche. So. Um mein Abkommen mit ihm zu beenden. Bald werde ich zu Stein erstarren, wie diese Wächter dort. Interessant. Also die, die auch einen Pakt mit ihm geschlossen haben, erstarren dann irgendwann zu Stein? Na, gucken wir mal. Gut, wir gehen jetzt zurück, brechen hier jetzt erstmal den Rumpf auf. Dem Hund können wir noch nicht helfen ohne die Schere. Und da kommen wir ja noch nicht ran. So, was haben wir denn hier? Das ist ein interaktives Wimmelbildrätsel. Nutze Objekte zur Interaktion, um Rätsel zu lösen. Alles klar. Wir nehmen das Tuch. Jetzt würden wir hier einen Griff benötigen. Den ich halt dooferweise nicht wirklich sehe. Aber da hinten ist er. Jetzt haben wir den Griff. Was soll das denn sein? Eine Herdabdeckung? Die fehlt uns hier. Okay. Eine der Abdeckungen fehlt. Kann ich momentan nicht sehen und das ist ein Puzzleteil. Eine alte Weinkiste. Leider abgeschlossen. Dann würde ich sagen, nutzen wir jetzt hier erstmal den Griff. Gucken da mal rein. Oh, und wir bekommen die Herdabdeckung. Jetzt müssen wir die Herdabdeckung natürlich noch passend drehen. So wird das nix. Das ist jetzt richtig, das ist auch richtig. So. Jetzt müsste sich das öffnen und... Ah, wir bekommen eine Pfanne. Was zum Geier? Sehen wir uns da hinten mal um. Die 6 Pfannen müssen ordnungsgemäß sortiert werden. Der Grüße noch, oder wie? Ah. Okay.
Zack, zack, die sind schon mal richtig. Das sollte passen, tut es auch. Und jetzt haben wir hier eine Flasche Öl mit einem Korken drauf. Kein Plan, da können wir noch nichts machen. Was ist das hier? Das ist das Puzzleteil, das wir noch suchen. Die Laterne ist von einer moosartigen Substanz überzogen. Bevor ich sie mir näher ansehe, muss ich sie reinigen. Nehmen wir doch mal den Lappen. Wir erhalten ein Puzzleteil, können das Ding hier nicht öffnen, weil es völlig verrostet ist. Können wir jetzt das Teil nehmen? Nein. Dann gehen wir mal hier und hauen das Puzzlestück rein. Es öffnet sich und wir bekommen einen Anker, mit dem wir vielleicht hier was öffnen können. In der Tat. So, wir ziehen den Korken, bekommen dafür dann die Flasche Öl. Können jetzt hier ins Öl ansetzen. Es löst den Rost. Der Hebel lässt sich öffnen und wir nehmen eine Zange. Mit der Zange gehen wir dann natürlich hier hin. Da unten ist nochmal der Zitteraal. Und holen uns hier die Schere raus. Mit der Schere zum Hund. Und damit haben wir die Hunderettung abgeschlossen. Na, ist da das Fernglas? Das Skelettmatrosen? Ich denke. Perfekt. Also das läuft doch ziemlich gut. Ich bin sehr zufrieden bislang. So, wir geben ihm das Fernglas. Jolly good. Let's get it mounted. In return, I shall make ye a fine map of this paradise. I like to call home. While I draw it, have a look at these lovely environs through me spyglass. Oh, der ist aber richtig nett. So, wir dürfen das Fernglas nur nutzen und er zeigt uns nebenbei noch seine Karte. Places, I'll show you. She might be at the lawyer's office. He used to prepare Davy's contracts. He also issued the passes to the Tower of Pacts. That's why he always minded the weather. Mhm. She's not there. Let's find the Tower of Pacts. That's where all the pacts are kept. If you ever want to read somebody's pact, that's where you'll want to be heading. Okay, da hat also den Pakt versteckt. Not there either. Well, we might as well get this over with. She's probably in the prison. Will you find it? Ich hoffe doch. Das sieht mir doch nach einem Gefängnis aus, oder? Das ein Gefängnis? We should be glad she's not locked up already. But where could she be? Maybe Davy took her to his palace? They probably went through the garden. The one with the pretty gate. Okay, ist irgendwo ein schönes Tor. Ich denke, das ist hier. From there, just a short walk to the palace. Do you see it over there? Yep, das haben wir vorhin schon gesehen. Das ist hier links da hinten. Where in the world did they go? Wait, what's that? There, by the bridge. Wo ist denn da jetzt eine Brücke? Oh. Eine Brücke. Wo soll die denn bitte sein? Ah, da. Oh no, that's my Cory. She must be terrified.
Has your daughter signed a pact? If so, there's no escaping the island. Well, unless you somehow manage to wake the... fulfill the terms of the pact. Here's your map. It'll help you get around the island. Okay. Wir haben jetzt die Karte erhalten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann checken wir jetzt erstmal das Tagebuch ab. Das Fernrohr, der Pinat im Kränen ist, ja, könnte beobachten, wie meine Cory auf die Insel gebracht wurde. Er will mir helfen, wenn ich sein Fernrohr finde. Das haben wir natürlich schon längst gemacht. Moment, ich wollte doch auf die Ziele auch noch gucken. Da, 12 Wächter. Erwecke alle 12 Wächter. Gut, das brauchen wir und wir müssen den Pakt für die Tochter erfüllen. Und dann wird alles hoffentlich gut. Okay, soweit. Er lässt uns hier auch rüber. Er ist echt ein netter Kerl. Wir quatschen nochmal kurz mit ihm. Vielleicht will er uns noch etwas sagen. No one has ever fulfilled the terms of a pact with Davy Jones. But never say never. Interessant. Was ist denn das? Wir haben hier eine Oktopusstatue. Ach nee, eine Wetterfahne, aber ihr fehlt ein wichtiger Teil. Ja, die Wetterfahne. Steckt fest. Ich brauche Werkzeug. Haben wir vielleicht noch irgendwie mit der Schere, dass wir da rausschneiden können? Nein. Weil ich glaube, wer ist Wetterfahne? Die Galeone? Nein. Schade, schade, schade. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ein dickes Geäst voller Dornen umklammert die Abdeckung. Ja, aber wir haben noch eine Schere. Dann können wir uns da so ein bisschen freischneiden. Ah, genau. Okay. Wir kriegen hier ein Holzstück, wofür auch immer wir das brauchen. Und hier müssen Schiffe eingesetzt werden. Eines der Schiffe haben wir glücklicherweise schon. Ja, einige Galeonen fehlen noch. Ich sehe es. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bin gespannt, was dann hier noch passieren wird. Ob wir es vielleicht noch schaffen, unsere Tochter zu erreichen. Oder ob sie stirbt. Mich würde auch der Pakt, ehrlich gesagt, interessieren, den sie eingegangen ist. Was da genau drin steht. Was sie denn tun muss für Davy Jones. Naja, wir kriegen es auf alle Fälle raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis zur nächsten Folge. Ciao.